das ist Bangkok. Das ist wirklich die Herzschlagader schlechthin. Eine wunderbare Straße, die einfach das Bild von Bangkok wirklich toll präsentiert. Und zwar hier auch ganz kurzer Hinweis natürlich hier wieder auf diese schönen Verkabelungen. Das, was natürlich Bangkok so bekannt gemacht hat. Ich habe einfach mal gedacht, ich zeige dir jetzt mal hier ein bisschen so, wie ein Tagesablauf ist in Bangkok. Was dich erwartet, wenn ich ausgehe und einen Vlog drehe für dich. Es gibt Vlogs von mir, bei denen ich wirklich eine Struktur habe, wo ich auch entsprechende Recherche betreibe. Aber eigentlich sind diese Vlogs, die ich heute mit dir jetzt unternehme, das Liebste. Das ist einfach drauf losgehen, die Kamera in die Hand nehmen und schauen, was passiert. Es ist auch ein Blick in das Leben dieser Menschen. Durch diese offenen Garküchen, teilweise diese Wohnbereiche. Hier gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel Frühstück einzunehmen. Hier ist dann ein China Shop. Ja, und hier kannst du schön erkennen, das verfolgt mich. Aber es ist einfach ein Bild auch hier wieder von Bangkok oder Thailand im Allgemeinen. Die Elefantenhosen, der Elefant selber. Hier gibt es dann auch hier solche T-Shirts wie Pink Floyd oder Nirvana, das ist eher so mein Ding. Aber dieser, also ich bin in Phakanong, bin ich übrigens. Und an dieser kleine Straßenzug, das ist auch wieder so ein Markt, der von den meisten Menschen einfach links liegen gelassen wird. Befindet sich zwischen der Sukhumvit, der meistbefahrensten Straße hier, oder einer der, ja, vielleicht die längste Straße in Thailand. Und dann Onut. Natürlich viele Straßenverkäufer. Hier gibt es zum Beispiel die Drachenfrucht. Das Stück für 40 Baht. Äpfel, die sehen ganz gut aus. Eine Wassermelone, 65 Baht für so einen. Okay, das ist, die hier ist 80, 65 für so ein kleines Stück. Das sind aber gute Preise. Und das ist frisch. Riesen Auswahl an Textilien. Ein T-Shirt, 60 Baht. Das ist ganz klar, dass das natürlich für das Auge das ein oder andere Mal jetzt nicht so ansprechend ist. Ich möchte nicht nur die positiven Seiten von Bangkok zeigen, sondern das Authentische, also so, dass du wirklich sehen kannst, wie die Leute leben. Die Straßenzüge aussehen, wie dreckig es doch teilweise ist. Und das ist klar, dass der eine oder andere sagt, ja, Bangkok, das ist ein Drecksloch, muss ich so schnell wie möglich verlassen. Aber es gibt auch in dieser Megametropole, und das habe ich dir hoffentlich schon zeigen können in ein paar dieser anderen Vlogs, einige Überraschungen, einige ruhige Ecken, einige Ecken, die wirklich spannend sind, die auch Geschichte erzählen. Seine Freude für die Elektriker.
meine Idee ist, von Rackernau nach Eckermay zu laufen, aber durch einige dieser kleinen Säus, bellende Hunde beißen nicht, sagt man, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das sind diese hausgemachten Probleme von Bangkok. Die Straßenzüge sind sehr, sehr eng hier in den Sois. Also mit Gehwegen ist hier nichts. Behindertengerecht, das brauche ich gar nicht erwähnen. Also wenn jemand im Rollstuhl fährt oder mit so einem Rollator, na, no go, du musst auf der Straße dich fortbewegen. Das sind halt diese Probleme, die wir haben in diesem Land. Aber gleichzeitig ist das natürlich hier. Du lebst 400 Meter entfernt von der Hauptstraße und das ist eine ganz andere Welt. Es ist ruhig. Ich finde das sehr interessant zu sehen, wie die Menschen hier leben, weil die Häuser haben teilweise wirklich große Grundstücke mit schönen, fast schon parkähnlichen Gärten. Eine wunderbare Immobilie. Dann hier, wow, das ist eine schöne Kondo, das sind Townhäuser, wirklich cool. Das nennt sich Arna, Arna in Eckermay. Also, da muss ich mal nachschauen, das sind tolle Immobilien, sieht sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, das ist jetzt so ungefähr 600 Meter entfernt von der Hauptstraße. Sehr friedlich das Ganze. Hier auch ein schönes großes Haus. Also das sind wirklich große Villengrundstücke hier jetzt, auf denen diese Häuser stehen. Das ist wie ein kleines Labyrinth, was hier entlang zieht. Es ist eine Megametropole, wo es so viel zu entdecken gibt. Also, wer wirklich Lust und Laune hat, einfach drauf loslaufen. Sich ein bisschen treiben lassen durch diese kleinen Säus. Und es gibt immer Überraschungen, die auf einen warten. Das ist das Ramada Hotel hier in Eckermay. Hat einen schönen kleinen Biergarten dazu. Ah, hier so eine Terrasse. Aber hier ist die Bar.
Das ist Eckermai. Ein ausführliches Video über dieses Stadtviertel verlinke ich dir oben. Das ist wirklich ein schöner Ort hier in Bangkok, unweit von Asok in Kompong gelegen, direkt angrenzend an Tonglor. Kurz zur Orientierung, wir laufen jetzt Richtung des Klongs hier in Eckermai an der Hauptstraße entlang. Das ist der Eingangsbereich zur Kondominium von XT Eckermai. Das ist ein sehr guter Wohnblock, direkt angrenzend ist ein Top-Supermarket. Zu BTS sind das so ungefähr 8 bis 10 Fußminuten. Eckermai hat einige Restaurants gehobener Klasse im Angebot. Schöne Coffeeshops. Es ist gleichzeitig auch ein Wohnort, wo ganz viele japanische Expats leben. Das bedeutet natürlich auch eine hohe Dichte an japanischen Restaurants. Nur kein Grund zur Sorge, dass ich dir diesen Kanal jetzt zeige, was hier bereits im Video Nana nach Tonglor, Bangkoks Zentrum bietet für jeden was, gezeigt habe. Nein, nein, das ist einfach nur ein kurzer Spaziergang, damit ich zu meiner nächsten Station komme. Was das sein wird, lass dich überraschen, also dranbleiben. Und zwar, das ist ein Parkhaus, direkt angrenzend, so ein kleiner Food Court. Das finde ich spannend, sowas, weil in einem Parkhaus ein Food Court am Klong angrenzen. Ich meine, das Essen ist ähnlich wie auch in den anderen Videos schon, was ich euch gezeigt habe. Aber die Idee alleine, das finde ich sehr, sehr spannend. Preise natürlich unschlagbar. Ich meine, das sind 40 Baht, also 1 Euro für ein Menü. Hier beispielsweise Shared Chicken Noodle für 40 Baht oder Braised Chicken Noodle, Roasted Duck with Rice. Und gleichzeitig kannst du auch Klamotten kaufen, wenn du möchtest. 7-Eleven gibt es hier auch, also ich sage, an jeder Ecke gibt es immer etwas Neues zu entdecken, was überrascht. Kurzer Hinweis hier auf dieses leckere Menü, damit ihr das immer das seht, was hier alles serviert wird. Das ist cool. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Indoor-Rave, der irgendwie geheim bleiben muss. Aber nur herrlich. Mir kam soeben die spontane Idee,
ein Abenteuer zu machen. Gesagt, getan. Ich würde sagen, wir sehen uns in Hua Hin.